Hallo Multiker-Freunde, jetzt mal ein kurzes Video zwischendurch. Thema nochmal Bremser. So, jetzt wollte ich euch mal was erzählen zu dem Unterschied der Radbremszylinder. Ich habe jetzt hier die neuen Radbremszylinder verbaut und man guckt sich diese Verstelleinheit hier oben an, hat so eine Feinverzahnung und man sieht das hier, dieses Loch da. Da kann man denn ein Spezialwerkzeug, was ich euch gleich zeige, was ich mir bestellt habe, durchstecken, das ist auch fein verzahnt und dadurch greift das Zahnrad hier ein und man kann das verstellen. Jetzt ist mein Multicar aber noch die ältere Ausführung, was die Bremse betrifft. Da waren solche Radbremszylinder drin mit so einer Verstellung. Und dieses Loch, was ich euch da gerade in der Ankerplatte gezeigt habe, da steckte man Schraubenzieher durch, Schraubendreher, wie auch immer. Schlitz und konnte zack, zack, zack verstellen. Das geht jetzt ja mit dem anderen nicht mehr. Demzufolge gibt es dieses kleine Werkzeug, diese Feinverzahnung vorne drauf. Und hinten kannst du dann, denkt man, einen Ringschlüssel oder eine Nuss drauf stecken und durch das Loch durchstecken und drehen und dadurch verstellen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass dieses Werkzeug vom Durchmesser größer ist als dieses Loch. Das heißt, so, hier sind meine Ankerplatten von hinten. Hier sitzen die Radbremszylinder, dip, dip, dip. Und hier sind diese Löcher. Und dieses Werkzeug passt da nicht durch. So, also könnte man sich wieder die alten Verstelleinheiten besorgen oder die hier meinetwegen nutzen. Die sieht noch sehr gut aus, die anderen sehen alle sehr schlecht aus. Aber zeigt mir doch, die kann da einfach hier größere Löcher drin bohren, so dass ich den durchstecken kann und kann dann nachher immer schön verstellen, falls ich mal verstellen muss. Jetzt habe ich gemessen. Jetzt muss ich euch mal kurz hier abstellen. So, dieses Verstellwerkzeug hat einen Durchmesser von, kann man das erkennen, 1,7 paar zerquetschte. Um ganz genau zu sein, 1,785. So, ich habe mir jetzt einen Bohrer genommen, der ganz genau 18 ist. Weil man kann jetzt auch kein endlos großes Loch reinbohren, weil ja dieses Werkzeug ja drin auch ein bisschen geführt sein muss, dass es dann hin und her schlackert und man noch richtig schön Kraft ausüben kann auf dieses kleine Zahnrad von dem Radbremszylinder. Und zu klein sollte auch nicht sein, weil sonst passt es nicht durch. Also bohre ich für dieses Werkzeug erstmal ein 18er Loch. Ich hoffe, das müsste so funktionieren, das werden wir gleich rausfinden. Und so ist da mein 18er Loch drin. Und jetzt muss der da schön durchpassen. Hier hinten ist noch ein bisschen Grat dran. Das muss ich noch entgraten, aber sonst scheint das, denke ich, schon gut zu passen. So, hier habe ich
einen Bohrer zum Entgraten oder zum Ansenken. Leider habe ich keinen größeren. Der könnte noch ein Stück größer sein, weil umso größer ist, umso mehr kann man damit quasi eine Schräge erzeugen zum Ansenken. Aber das scheint so doch schon ja nicht verkehrt zu sein. Oh, und der passt wirklich. Man sieht das. Flupp. Also der passt wirklich durch, aber hat wirklich nicht groß Spiel. Also ich denke, das sollte gut sein. Das müsste ich jetzt, also ich könnte das mit allen 4 Löchern pro Ankerplatte machen. Im Grunde macht es aber auch wirklich nur Sinn, das Loch da hinzumachen, wo auch der Versteller sitzt. Weil der Versteller sitzt ja wirklich bloß auf einer Seite und auf der anderen Seite ist ja nichts zum Verstellen. Demzufolge reicht es ja, wenn man da, wo der Versteller ist, das Loch erweitert. Vorne muss ich dann natürlich nochmal abbauen, weil hier so im eingebauten Zustand da das Loch reinzubohren ist nicht so schön, denke ich mir. Und ist ja auch nicht der Aufwand, das hier nochmal abzubauen. Ich habe ja keinen Stress. So. Da nochmal vielen Dank, Enrico, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, und das heißt jetzt mit 1 mit der hinteren Ankerplatte, mit der hinteren Ankerplatte, mit den vorderen Ankerplatten dazu machen. Und dann denke ich, sollte ich auch keine Probleme mehr haben, wenn die Bremse dann fertig ist. Und man merkt, okay, oh, jetzt ist es zu stramm, oh, jetzt ist es zu lose. Einfach mal diesen kleinen Versteller darin ein bisschen nachgestellt, probiert. Muss man nicht immer wieder alles auseinanderbauen. Genau. Vielleicht hilft euch das weiter. Ich, wenn euch das gefällt, immer mal einen Daumen nach oben. Und ansonsten viel Spaß mit eurem Multicast. Tschüss.